Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Binding of Isaac Repentance. Ich bin sehr conflicted mit der Musik, aber das soll heute nicht das Thema sein. Wir machen Greedy Mode mit Tainted Isaac. Ich weiß nicht, welche Karte das freischaltet, ist mir aber eigentlich im Endeffekt auch egal. Wir können nämlich sowieso nur begrenzt viele Items mitnehmen hier und das kann es sowohl recht cool als auch ziemlich scheiße machen. Wir nehmen die Box. Dann haben wir auf jeden Fall ein Item, was definitiv weg kann. Und uns steht ein Schlüssel zu. Ich nehme Sad Onion. Die traurige, traurige Zwiebel. Sie tut mir so leid. Oh nein. Wäh. Ja, vielleicht erstmal hier reingucken sollen. So. Wow. Heftig. Muss ich schon sagen. Lag ab. Das ist wirklich heftig. So, und je nachdem, wie was aussieht, werden wir hier nach den Schlüssel da mitnehmen. Oder auch nicht. Denn ein wichtiger Teil dieser Entscheidung ist, ob ich die Sun-Karte nach der Ebene noch haben werde oder nicht. Weil die werde ich dann in der nächsten Ebene einsetzen, nachdem ich den Curse Room mitgenommen haben werde. Plusquamperfekt übrigens. Klein wenig Deutsch kann ich. Auch nur ein wenig. Oder war das? Ne, das war Futur 2. Plusquamperfekt war nochmal was ganz anderes, glaube ich. Ich sag, ich kann nur ein wenig Deutsch. Werde gehabt haben. Klingt auf jeden Fall wie Kauderwelsch, aber es ist Deutsch. Deutsche Welsch. So, die Würmchen sind vielleicht ein bisschen unangenehm, aber kein Problem. Problem sind eher die Köpfe hier. Also die Fliegenden. Okay, das sind nur einer davon schießt. Das macht das Ganze deutlich angenehmer als ursprünglich gedacht. Und das lief auch deutlich besser als angenommen. Fuck. So. Das Gute ist. Wir sind fast tot. So. Aber hey, so sind es auch die Jungs. Nicht nur wir sind fast tot. So. Aber eine Sache, die mir auffällt, wir können deutlich sparsamer mit unserem Geld umgehen. Weil wir können nur wichtige Items mitnehmen. Ansonsten, beziehungsweise wir können nur eine begrenzte Anzahl an Items mitnehmen, bevor wir uns verabschieden müssen. Deshalb würde ich gleich sagen, schauen wir nach den stärksten Items, die wir mitnehmen können und ignorieren den Rest. Wird zwar auf lang oder zumindest wenn es ums Kaufen geht, wird auf lang und oder kurz zwar ein Problem sein, aber also wahrscheinlich auch kurz in den ersten Ebenen, aber ich sehe das nicht als ein großes Problem. Es ist ein Problem, das ist da, ja, aber ich denke, es gibt deutlich schlimmere Probleme an diesem Run. Deutlich, deutlich schlimmere. Das ist okay. Aber ich will trotzdem in die Angel Deals gehen. Das heißt, wir müssen jetzt den Devil Deal machen. Champion's Belt ist ein Item zu mitnehmen. So. Den Rest will ich wirklich nicht. Ich habe gerade gesagt, wir sollten sparsam mit unserem Geld sein, weil wir nicht alles brauchen.
Und schon habe ich einfach Champions Belt gekauft, was eigentlich relativ unwichtig ist. Ich habe das Gefühl, man versteht mich nicht ganz, wenn die Musik mir so in den Ohr brüllt. Aber hey, OBS sagt, das alles okay. OBS hat immer recht. Außer wenn es falsch liegt. Dann liegt falsch. Aber es scheint recht zu haben. Und das ist das Wichtige. So. Wir haben heute übrigens im Stream Pokémon Schwarz eine Randomizer Nuzlocke angefangen. Oh Gott. Und es lief erst mega scheiße, bis wir dann random Trikefalo gefunden haben, nachdem wir zugegeben gecheatet haben, aber es war. Das Spiel hat uns mit einer sehr unfairen Lage beglückt. Ich meine, ein Kampf-Pokémon gegen ein Typ Geist-Pokémon. Ich denke, dass ich meinen Pokémon nicht vorher bis Level 41 aufleveln will, wo es Kehrtwende gelernt hätte, ist. Ich hoffe, dass es. Oh. Ich hoffe, das ist offensichtlich. Ich habe komplett vergessen, dass Tainted Isaac. Oh. Does not consume slot itself. Oh, wir müssen Birthright mitnehmen. Unter allen Umständen. Moment. Unter allen Umständen, definitiv. Wir brauchen Damage-Ups. Oh, unter allen Umständen, definitiv. Fuck. Und wir müssen ein bisschen vorsichtiger sein, sagt er, während er an die Gegner direkt Zentimeter rangeht. Ich habe vorhin vor dem Video und nach dem Pizza Tower Video für. Ich weiß nicht, wann genau ihr das heute gesehen habt, aber heute habt ihr es schon gesehen. Immer um 12. Weil um 16. Irgendwann 15, ab 15 Uhr werde ich ja wieder streamen. Wahrscheinlich Isaac, vielleicht Super Mario World, wer weiß. Punkt ist, zwischendurch habe ich Game Theory gesehen. Ging um FNAF Security Breach und ich glaube so ein paar generelle kleine Dinge, die Leute sich über das DLC gefragt haben oder auch Security Breach selbst. Gab nette Antworten, meiner Meinung nach. Ich weiß, ich bin nicht so in depth mit der Lore wie die meisten. Nicht die meisten, wie einige. Wie MadPat zum Beispiel. Ich kenne halt nur das, was MadPat hochgeladen hat. Auf seinem Kanal. Seinem YouTube-Channel. Und das hinterlässt mir natürlich. Der ist mich natürlich auch in einer sehr abhängigen Situation, was FNAF angeht. Aber damit kann ich leben. Ich bin allen voran Zelda-Fan, nicht Isaac-Fan. So, wir nehmen ein Herz mit. Den Rest können wir uns nicht leisten, ohne dass ich Angst habe, mein wunderschönes Birthright zu verlieren. Einfach zwei Items, vier Item-Slots mehr. Das ist so heftig OP. Ich erinnere mich noch, da war Birthright available für alle, aber nicht alle Charakter hatten einen Effekt. Zweimal Fistula, das ist unangenehm. Wir sollten uns auf die Kleinteile zuerst fokussieren. So. Übrigens, wenn die Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke gut ankommt, werde ich mich dazu breitschlagen, für Generation 4 als nächstes was zu machen. Beziehungsweise, wir machen erstmal die ganze Generation 5 zu Ende. Das heißt, Schwarz-Weiß 2. Ich werde aber wahrscheinlich zu Weiß 2 greifen, weil ich jetzt mit Schwarz angefangen habe. Natürlich werde ich mit Randomized Nuzlocke Challenges weitermachen, weil ich will in den alten Spielen ein bisschen mehr Skill aufnehmen. Und vielleicht auch irgendwann merken, was die ganzen
Typen Advantages sind. Zugegeben. Dafür gibt es bessere Methoden, aber hey. Hab keine Ahnung, also von daher. Gib mir einen Fünfer, gib mir einen Fünfer, gib mir einen Fünfer. Scheiße. Wir müssen den Boss machen. Oh, scheiße. Wir sind tot. Kurz nachdem wir das Birthright geholt haben. Was eine schöne Sache. Ich meine, es gibt die Chance, dass wir ab jetzt No-Hits damit durchkommen. Aber ich würde echt nicht drauf bauen. So knapp wie alles gerade ist. Aber hey. Es ist zumindest wahrscheinlich, dass wir Monstro down kriegen. Wir haben Monstro down gekriegt. Sehr schön. Wir versuchen es nochmal. Ich will Glass Eye. Dann will ich hier rein. Ich habe einen Schlüssel gehört. Oh, das ist stark. Das ist stark, 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 stark. Stark. Starke Kiste. Oh, Junge. Ich denke, ich werde die Alabasterbox tatsächlich auf dieser Ebene mitnehmen. Einfach weil wir sowieso Angel Deals mitnehmen. Yo, Ghost Pepper. Basierend auf unserem Glück werden wir jetzt Glück haben. Burp. Are you a wizard? Ich nehme die Burp-Pille mit. Werde es aber nicht einsetzen, bis ich nicht eine bessere Pille gefunden habe. Was zugegeben jederzeit sein kann, weil ich mir jetzt sowieso die Pille hier hole. Ist noch eine Tears-Down-Pille. Sehr schön. Überhaupt nichts verschwendet. Aber naja. Wir können uns mit dem Geld ja ein bisschen Puffer leisten, weil wir müssen jetzt wirklich aufpassen, dass wir gute Items mitnehmen und nicht mittelmäßige, wenn wir sie kaufen. Weil, wie gesagt, wir haben nur 8 Slots. Ja, ich muss nochmal nachgucken. Und das sind echt nicht viele. Das sind echt absolut nicht viele Slots. Wir können hoffen, dass wir das Birthright noch irgendwann kriegen, aber das halte ich für nicht so wahrscheinlich. Sehr schön. Stirb. Hat übrigens die Endings von Snap Security Breach Ruin DLC. Äußerst interessant. Ich weiß nicht mehr, welches das war, aber eins davon hieß auf jeden Fall Brazil Ending. Was von vornherein interessant ist, weil Brazil ist ein Land. Durch Brasilien. Fuck, 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 fuck. Einfach aufpassen, einfach. Oh, scheiße, 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 fuck. Hätte besser laufen können. Dieses Video werde ich nicht allzu lang ziehen. Aus dem Grund, dass ich ins Bett will. War es das? Ja, ich glaube, das war's. Ich bin ins Bett. Also oder so bin ich müde, weil wegen Pizza Tower Video war lang. Stream hat recht spät aufgehört. Unangenehm. Dann nehmen wir das mit, machen das und dann ziehen wir das ein bisschen kürzer. Ich werde aber jetzt nicht full-fledged Poketuber, ne? Bleib bei Zelda und Isaac, first and foremost. Ich spiele nur irgendwie auch gern Pokémon. Ich habe gerade meine alljährliche Pokémon-Phase.
Und ich denke, sobald wir bei Tears of the Kingdom sind und Breath of the Wild, natürlich zuerst Breath of the Wild, weil Timeline und so, werden wir sowieso ein paar mehr Stunden rein switchern. Werden ganz bestimmt nicht 100% machen bei Tears of the Kingdom und Breath of the Wild, aber werde auf jeden Fall eine ganze Ecke mit euch spielen. Und sobald ich Breath of the Wild auf Stream anfange, werde ich absolut damit strugglen, weil Tears of the Kingdom fehlt einfach eine ganz, wow, eine ganze Stange Content, an den ich mich einfach so heftig gewöhnt habe. Sprich, Ascent und so. Oh, das wird echt unangenehm. Auch unangenehm ist, dass ich jetzt die Bosse so bekämpfe mit 1,5 Herzen. Aber hey, Red Dingle nimmt, Ringle nimmt gut Damage. Oh, hab ich verzählt. Ich dachte, er hätte schon viermal. Oh, scheiße. Der vielleicht unangenehmste Boss, der hätte spawnen können. Aber hey, die Monstros sind tot, genauso wie ich. Ich werde das Video auf 20 Minuten strecken und dann gucken, wie es läuft. Box. Besseres Trinket. Explosiver Durchfall. Natürlich auch sehr angenehm. Wir nehmen den Odd Mushroom, denn Little Monstro ist nicht so stark, wie man manchmal meinen mag. Dann nehmen wir die Judgment-Karte, schmeißen sie hier auf den Boden, setzen den Blödsinn ein. Da ist eine Zehner gespawnt. Ich habe gesagt, ich kann manchmal Deutsch. Bei der Aussage bleibe ich. Ich glaube, ich werde aber Dogtooth auf dieser Ebene kaufen. Aber das weiß ich noch, da habe ich gerade echt Placebo gekauft. Fucking Placebo. Naja, ich will nach Secret Room suchen. Fuck. Naja. Läuft doch eigentlich ganz okay. Ich hätte Black Powder mitnehmen sollen. Definitiv. Angst. Schon besser. Nehmen wir die drei Münzen. Geben wir die drei Münzen aus. So viel Geld haben wir doch. Ich frage mich, wie die Damage Penalty von Odd Mushroom hin, also der, den wir haben, mit Rock Bottom funktioniert, weil ich erinnere mal dran, Rock Bottom macht, dass meine Stats nicht sinken können. Jedoch sinkt bei dem Mushroom mein Damage nicht spezifisch, sondern es sinkt um eine Prozentzahl, die sich vermindert, je mehr Damage ab ich habe. Sagen wir, ich nehme jetzt erstmal Birthright mit. Nicht Birthright. Rock Bottom. Kriege als nächstes Thin Mushroom. Dann kriege ich ja nur das Tears ab. Und das Damage Down wird gespeichert. Kriege ich dann. Wird das gespeicherte Damage Down dann gemindert? Fuck. Wenn ich Damage-Ups wieder krieg oder bleibt das dann so bei diesem gespeicherten Damage-Down? Das Damage-Down wird aber wieder reduziert, sobald du richtige Damage-Ups nimmst. Die hohe Leber ist integrell zum Überleben. Ich weiß nicht, wie ich auf Überlegen komme. Also ein bisschen doof. Bist du ernst? Hallo? Was war das gerade? Fuck. Nehmen wir das mit. Dann machen wir. Die Raw Liver ist auf jeden Fall ein Argument, diesen Run zu versuchen.
Jedoch wird mir das nicht helfen, wenn ich die Mad Damage ich nehme. Das wird halt weniger hilfreich, je problematisch die Gegner werden. Je problematischer die Gegner werden und je dümmer ich spiele. Ich bin übrigens sehr gespannt drauf, wie die Pokémon Schwarz Randomizer Nuzlocke Challenge laufen wird. Und ich überlege, ob ich morgen nicht statt irgendwas nochmal Zelda Majora's Mask weitermache. Aber dann again, das würde meine Zeit mit dem Spiel kürzer fassen und ich brauche noch Zeit, um nachzudenken, wie ich das mit Twilight Princess mache, was als nächstes dran ist. Das heißt, ich werde es wohl bei Freitag belassen, nächste Woche. Mit Majora's Mask. Da kriegen wir dann die erste richtige Song of Healing Szene. Was, beziehungsweise nicht die erste, sondern die erste richtige nach der Dekuschale. Was ganz Nettes, muss ich sagen. Scheiße. Weißt du? Nein, wortwörtlich scheiße, da, ne? Die Dangles sind halt wortwörtlich Scheißhaufen. Komm schon. Sehr schön. So. Müssen wir nur. So, und dann will ich einen Schlüssel. Und zwar den. Und dann mache ich das. Und dann dumm. Und dann bam. Und dann knack. Und dann. Nehme ich noch einen. Geh hier durch. Schau nach dem Secret Room. Dafür muss ich aber die Kiste zur Wand bringen. Dort war nichts, aber ist okay. Soul of Magdalene. Das ist schon interessant. Dieser Ebene will ich übrigens nichts, nur so nebenbei. Oh, Black Lotus. Das hilft uns natürlich stark beim Überleben. Hilft uns aber nicht dabei, hilft uns aber nicht dabei zu töten. Was natürlich eine sehr wichtige Sache hier ist. Vielleicht, auch nur vielleicht, werde ich auch einfach Devil Deals mitnehmen dafür, diese Ebene. Oder schauen, was sie für mich bereithalten. Warum weiche ich eigentlich den Münzen noch aus? Die müssen wir gar nicht mehr. Ich sollte mich vielleicht tatsächlich erst auf den Duke of Plies ein wenig konzentrieren. Weil. Mein. Der spawnt, aber hat auch ein Spawn-Limit. Oder mich würde es nicht wundern, wenn. Aber ich höre, dass er gerade eine Menge spawnt. Also von daher. Ist ja gut, dass wir ihn. Dass wir Zeit für ihn haben. Quasi. Ich fühle mich so fucking leise heute. Aber hey, das wird sich. Das werden nur noch. Es wird sich noch ändern, wenn ich das Spiel meine Weile so laut gelassen habe. Laut in Anführungszeichen. So. Was ist der reguläre Boss? Das war der reguläre Boss. Hey Boss. So. Oh hey, Mini Duke of Plies. Moment, sprengen wir mal erstmal den Kollegen. Dann haben wir Zeit für den. Oder nee, das Husk. Müsste Husk sein, oder? Oder ist das doch Duke of Flies? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Husk ist aber dem Duke of Flies super ähnlich. Ich glaube, die benutzen sogar dasselbe Grunddesign, nur mit quasi anderer Farbe und leichten Änderungen.
Meine sind beides fliegende Köpfe, also mich würde es nicht wundern. Und es war der Duke of Lies. Den habe ich aber noch nie gesehen. Help down, sehr stark. Infested, nehmen wir den Leech mit. Und Black Vessel Grants Flight. When Isaac has no red hearts. Nein, fuck. Ich wollte gar nicht das Empty Vessel mitnehmen. Ich wollte den Kopf mitnehmen. Hab ein bisschen gezögert und bin dann aus Versehen ins. Oh, unangenehm. Unangenehm. Thunderfies. Ein weiteres Item, das ich ehrlich gesagt nicht haben will. Aber, wenn ich ehrlich bin, bringt es auch echt viel. Aber, wir nehmen das hier. Oh oh. Eine echt unangenehme Kombination von Pillen. Wahrscheinlich handgepickt, um mich fertig zu machen. Was verständlich ist. Würde ich auch tun. Würde ich auch tun. Komm schon, Banger. Das war's. Liken, kommentieren, abonnieren, Glocke. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und ciao. Dieser Run ist kacke. Und ich werde in dieser spätestens nächster Ebene sterben. Deshalb breche ich es lieber gleich ab. Ciao, ciao.